Hallo und herzlich willkommen. Es ist schön zu wissen, dass Sie für sich etwas Gutes tun wollen. Na dann, mal los. Also, um mit dem Gesetz der Anziehung richtig erfolgreich zu sein, ist es nötig, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Im Grunde ist das sehr einfach, aber wie Albert Einstein schon sagte, in der Einfachheit liegt die Genialität. Diesen Zitat habe ich mir zum Lebensphilosophie gemacht. Ich werde Ihnen die Einfachheit zeigen, was Albert Einstein so meint. Haben Sie bitte Geduld. Der innere Schrei nach Erfolg. Es ist kein Zufall, dass Sie über meine Webseite zu mir gelangt sind. Ein innerer Drang könnte Sie vielleicht zu mir geleitet haben, gezogen oder verbunden. Wie ein Schrei, vielleicht ein Ruf nach Erfolg oder Veränderung oder eine Verbesserung. Wenn es so ist, dann lehnen Sie sich jetzt ganz entspannt zurück und überzeugen Sie sich selbst von der Einfachheit. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß. Also, schauen Sie sich jetzt ganz entspannt und in Ruhe das Video an. Sie werden überrascht über die Informationen hier sein. Das ist ganz wichtig, wenn Sie lernen wollen, wie es funktioniert. Seien Sie dabei sehr entspannt. Ich möchte Sie vorerst warnen. Seien Sie vorsichtig, was Sie denken, denn Ihre Gedanken werden zur Wirklichkeit. Denn Sie besitzen, wie jeder andere Mensch, eine Macht, eine schlummernde Kraft ist in Ihnen, die nur erweckt und richtig eingesetzt werden braucht. Hier bekommen Sie Tipps, wie diese Macht mit Ruhe und Gelassenheit funktioniert. Denn Gedanken werden zu Gefühlen und Gefühle werden immer wahr. Wenn Sie lernen, diese Kraft zu kontrollieren, werden Ihre Träume zur Realität. Wenn Sie die Einfachheit erstmal richtig nutzen, wird es sehr schwierig, Erfolg, Wohlstand und Wohlgefühl zu vermeiden. Sie kennen bestimmt auch schon etliche Denk-Positiv-Bücher und sehr wenig in Ihrem Leben hat sich dadurch verändert. Also kaufe ich mir noch ein Buch und noch ein Buch und so weiter. Ihre Wünsche, Visionen und Träume sind immer noch keine Realität. Sie wissen, wie man positiv denken soll, aber an der Umsetzung und der Praxis fehlt es Ihnen. Die Geheimnisse und Methoden der Erfolgreichen kennen Sie. Was ist jetzt mit Ihnen? Wo bleiben Ihre Ziele? Was unterscheidet Sie von den Erfolgreichen immer noch? Sie stehen kurz vor einem großen Durchbruch und es klappt immer noch nicht. Ja, ist doch klar, die anderen hören nicht auf mich. Sie sind schuld. Oder liegt die Schuld ganz einfach bei Ihnen, weil Sie vielleicht Ihr Wissen noch nicht richtig umsetzen. Obwohl Sie nett, freundlich, fleißig und ehrlich sind, klappt es trotzdem nicht. Sie machen doch genau das, was in den Büchern steht. Doch die alten Gewohnheiten halten Sie immer noch davon ab, auch mal anders zu entscheiden. Warum klappt es denn nicht? Ich sage es Ihnen, ich sage Ihnen die Wahrheit, weil Sie es nicht richtig machen. Ich sage es Ihnen sogar in einem einzigen Satz und mache es ganz kurz. Wenn wir alles zusammennehmen, steht doch in allen Lehrbüchern das Gleiche. Visualisiere und fühle deinen Ist-Zustand und du bekommst das, was du dir wünschst. Das ist alles. Ganz einfach, oder nicht? Ja, dann machen Sie es doch einfach. Ziehen Sie doch glückliche Menschen, Umstände und Situationen einfach zu sich. Können Sie das nicht? Warum denn nicht? Ich sage es Ihnen. Das ganze Problem dabei ist, es gibt sehr viele Lehrmeister, Trainer, Coaches, Professoren, Psychologen, Therapeuten, Wissenschaftler, Priester, Quantenphysiker, Religionen, Autoren, Filme, Gurus, Schamanen, Dokumentationen, Seminare, Heiler, Workshops, Kurse und so weiter. Wer hat jetzt die Wahrheit? Wer sagt mir, wie es wirklich funktioniert? Wissen Sie, was das Beste ist? Alle sind sich einig und alle haben recht. Ja, genau die, die ich aufgezählt habe. Die haben das ganze Wissen erforscht und uns vererbt. Es ist wirklich uraltes Wissen.
es ist wirklich wahr und möglich. Unsere Gedanken werden zu Emotionen und unsere Emotionen werden zu unserer Wirklichkeit. Wir lernen so viel, dass wir am Ende nicht mehr wissen, welche Methode die beste für uns ist. Wir haben einfach kein Werkzeug in der Hand, mit dem wir arbeiten können. Dazu kommt noch, dass alles zu philosophisch, kompliziert und mit viel zu viel Fachwissen vollgepackt ist. Nach 30 Seminaren und 100 Büchern denken wir, jetzt haben wir das Wissen und ups, da kommt noch ein zweites Band raus. Manchmal passiert es, dass jemand ein Buch liest oder einen Kurs besucht und man hat große Ergebnisse erzielt. Der Unterschied ist, dass man das Erlernte auch emotional umsetzt, wobei die meisten immer noch im Lernprozess hängen bleiben. Wollen sie jetzt endlich Tatsachen erleben oder weiter Bücher lesen? Natürlich können und sollten sie auch weiterlesen. Wir sollten uns ja auch weiterbilden, doch nehmen sie sich doch bitte mal die nächsten Wochen mal eine ganz andere Lektüre in der Hand. Am besten das, was mit ihrer Vision, ihrem Traum, ihrem Herzenswunsch zu tun hat. Ein Beispiel. Vielleicht wollten sie schon seit längerem nach New York reisen. Dann beschäftigen sie sich damit. Wie wäre es jetzt, wenn sie das Gelesene nebenbei in die Praxis umsetzen, damit auch ihr Wunsch und ihr Wille Wirklichkeit wird? Fühlen sie sich jetzt angesprochen? Was auch immer sie wollen und sich wünschen für ihr Leben, es wird zur Wirklichkeit. Es funktioniert bei jedem. Aufgepasst! Es heißt, änderst du deine Denkmuster, änderst du damit auch deine Emotionen. Somit änderst du auch deine Realität. Was sagt uns dieser Satz? Achtung, jetzt wird es wichtig. Sie können und werden nichts verändern können. Niemals. Solange sie immer noch ihre Altlasten, Blockaden, Überzeugungen und Prägungen weiterhin mit ihnen tragen. Ihr Software in ihrem Unterbewusstsein sorgt dafür, dass ihnen immer und immer wieder das Gleiche passieren wird. Sie können es nicht erkennen, weil es zu ihnen gehört. Ein Mentaltrainer erkennt diese Denkmuster und macht sie auf diese aufmerksam. Somit gibt er ihnen Tipps, wie sie diese festgefahrenen Prägungen lösen können, um neue Ergebnisse zu erzielen. Sogar ein Mentaltrainer braucht seinen eigenen Mentaltrainer, weil er seine eigenen Blockaden nicht erkennen kann. Das ist ganz normal. Anthony Robbins, der weltbeste Mentaltrainer, hat nach 30 Jahren Erfahrung heute noch seinen Mentor. Ich werde Ihnen viele Einfachheiten verraten und Ihnen den Weg zu Ihrem Herzenswunsch zeigen. Auf die einfachste Art und Weise, wie Albert Einstein es gesagt hat, werden Sie das bekommen, was Sie sich wünschen und vorstellen. Es ist einfacher als ein Zaubertrick. In der Einfachheit liegt immer die Lösung. Leider wird immer alles zu kompliziert erzählt und erklärt. Sie werden auch zu den 5% der glücklichen, gesunden, reichen, freudevollen und sorglosen Menschen der Welt gehören. Für mich ist es mein persönliches Ziel, diesen Prozentsatz zu erhöhen, damit es mehr glückliche, sorglose und zufriedene Menschen auf dieser Welt gibt. Nun kommen wir zum Hauptseminar. Greifen Sie endlich nach den Sternen und verwirklichen Sie Ihre Träume. Vorher will ich ein Versprechen von Ihnen haben. Ich möchte Ihren Erfolgsschrei miterleben. Ja, ich hab's geschafft. Ich muss nicht im Detail wissen, was Sie geschafft oder erreicht haben. Aber teilen Sie bitte Ihren Erfolgserlebnis mit mir oder mit uns. Darum meine Bitte. Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir einen Brief oder eine E-Mail. Schreien Sie es auf meine Mailbox oder schreien Sie es mir unerwartet laut ins Ohr. Ich will diesen wichtigen Glücksmoment mit Ihnen teilen. Das ist für mich der größte Lohn. Ihr Erfolg ist mein größter Motivator. Es gibt mir somit Kraft und Energie. Die Einfachheit meiner einzigartigen Module von Alpha Phase gehören zu keiner bestimmten Richtung in Esoterik oder Mystik, sondern basieren auf Wissenschaft und Psychologie. Die heiligen Bücher aller Weltreligionen schreiben dasselbe in alten Sprachen. Die Quantenphysik bestätigt es ebenso. Also, was sagt uns beiden das? Was auch immer Sie sich in Ihrem Gedanken glauben, vorstellen und fühlen, wird wahr. Immer. Positiv wie auch natürlich negativ.
Ich zeige Ihnen, wie Sie sich das Positive zunutze machen werden. Auf eine ganz einfache Art. Werden Sie genau das, was Sie schon immer sein wollten. Nicht morgen und nicht übermorgen, sondern jetzt. Greifen Sie endlich nach den Sternen und verwirklichen Sie Ihre Träume. Wenn Sie Biografien von erfolgreichen Menschen lesen, werden Sie meistens festgestellt haben, dass diese völlig unrealistische Ziele anstrebten, zu Beginn ihrer Tätigkeit. Im Laufe der Zeit wurden diese unrealistischen Ziele dann plötzlich realistische Ziele und am Schluss ist der Traum Wirklichkeit geworden. Was ist mit Ihren Träumen? Nur wer große Träume hat, wird sich auch Ziele setzen, um wirklich große Dinge zu erreichen. Hören Sie ab sofort nicht auf die Menschen, die Ihnen Ihre Träume ausreden wollen. Diese haben leider oft nur Angst, dass sie überholen und an ihnen vorbeiziehen. Was sind Menschen heute ohne Träume? Träume geben uns Auftrieb. Ist man ohne Träume nicht schon halb tot? Bleiben Sie Ihren Zielen treu. Glauben Sie an sich selbst und glauben Sie an Ihre Träume. Träume sind die Antriebsfeder unserer Existenz. Sie fordern von unserem Leben einen Sinn. Und der Sinn unseres Daseins fördert erwiesenermaßen auch unseren Lebenswillen. Und da wir alle nur eine einzige Chance für unser Dasein haben, bedeutet Aufgeben doch schon fast seinem Leben ein vorzeitiges Ende zu bereiten. Hart, aber leider wahr. Sie können es wirklich schaffen, wenn Sie nur beharrlich und mit Geduld weitermachen. Es gibt nichts, was der Mensch nicht schaffen kann. Jeder kann es schaffen, gerade Sie. Erfüllen Sie Ihre Wünsche mit Einfachheit. Was ist eine Theorie wert, wenn man es nicht schafft, sie in Praxis umzusetzen? Nichts. Es ist so einfach. Sind Sie bereit? Sind Sie wirklich bereit, Ihren Leben zu verändern bzw. zu verbessern? Ich sage Ihnen, Lesen und Denken ist einerlei. Erfolg hat nur, wer Taten folgen lässt. Seien auch Sie erfolgreich und profitieren Sie von meinem Lebenswerk. Die Visualisierungsmodule beeinflussen Ihr Leben ebenso nachhaltig wie positiv. Sie werden es immer und ewig in guter Erinnerung behalten. Unser beider Ziel ist, Ihre Wünsche in die Wirklichkeit umzusetzen. Was bedeutet Wunsch? Der Wunsch ist ein Begehren oder Verlangen nach einer Sache oder einer Fähigkeit. Ein Streben oder zumindest die Hoffnung auf eine Veränderung der Realität oder das Erreichen eines Zieles für sich selbst oder für einen anderen. Das Wirken des Wunsches. Durch die Aktivierung der Anziehungskraft von Alpha-Phase-Modulen kann dies alles möglichst bald in Ihre Realität geschaffen werden. Hier ein paar Beispiele. Entspannt alle Ihre Wunschziele erreichen, Selbstbewusstsein stärken, positive Energie laden und positiv denken, durchgängige Motivation erhalten, körperliche und geistige Entspannung, für immer besser schlafen, bessere Auffassungsvermögen, mehr Zeit, Erfolg, Wohlstand, Harmonie, Gesundheit, dem perfekten Partner oder Partnerin begegnen, Leidenschaft, Beförderung, Liebe, materielle Manifestation, Hund, Katze, Maus, Uhr, Handtasche, Reisen, Sport, Ruhm, und so weiter. Ich könnte jetzt die verschiedensten Wünsche aufzählen, doch wichtig ist allein Ihr Wunsch. Machen wir es besser kurz. Also, alles, was Sie sich wünschen können, wird wahr. Fertig. Alles ist möglich. Setzen Sie sich keine Grenzen. Jeder hat einen anderen Herzenswunsch. Und ich habe natürlich auch andere Wünsche. Vielleicht wollen Sie ein Instrument spielen oder eine Fremdsprache lernen. Im Ernst, irgendetwas fehlt immer im Leben eines Menschen, oder? Wir streben doch alle nach dem gleichen Ziel, ein ruhiges, sicheres und erfülltes Leben. Aufgepasst! Es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten, um an körperlicher und geistiger Entspannung zu gelangen, um den gewünschten gesundheitlichen Zustand zu erhalten und zu verbessern. Auch Sport und gesunde Ernährung sind wichtige Faktoren. Ein Waldspaziergang oder eine Massage kann genauso entspannend sein und das ist auch wunderschön so.
Fakt ist, wenn Sie Ihren Unterbewusstsein davon überzeugen wollen, Ihre festgefahrenen Gewohnheiten zu ändern, um den Blick auf neue Erfolgsziele zu richten, ob materiell oder emotional, dann müssen Sie einen Alpha-Zustand erreichen. Das heißt ganz einfach, Kontakt zum Unterbewusstsein knüpfen und es von Ihren eigenen Zielen überzeugen. Das können wir gezielt und gewollt erreichen, zum Beispiel durch Entspannen, Konzentration, Meditation. Meditieren bedeutet ganz einfach. Meditation ist eine in vielen Religionen und Kulturen ausgeübte spirituelle Praxis. Durch Achtsamkeit oder Konzentrationsübungen soll sich der Geist beruhigen und sammeln. In östlichen Kulturen gilt sie als eine grundlegende und zentrale bewusstseinserweiternde Übung. Die angestrebten Bewusstseinszustände werden je nach Tradition unterschiedlich und oft mit Begriffen wie Stille, Leere, Panoramabewusstsein, Einssein, im Hier und Jetzt sein oder frei von Gedankensein beschrieben. Religiöse Wurzeln im Buddhismus, Hinduismus und Jainismus ist das höchste Ziel die Erleuchtung oder das Erreichen der Nirvana. Im christlichen, islamischen und jüdischen Tradition ist das höchste Ziel der meditativen Praxis das ultimative Erfahren der Göttlichen. Meditation als spirituelle Praxis ist immer auch in unterschiedlichen religiöse, psychologische und ethische Lehrgebäude eingebunden. In westlichen Ländern wird die Meditation auch unabhängig von religiösen Aspekten oder spirituellen Zielen zur Unterstützung des allgemeinen Wohlbefindens und im Rahmen der Psychotherapie praktiziert. Im älteren deutschen Sprachgebrauch bezeichnet Meditation einfach ein Nachdenken über ein Thema oder die Resultate dieses Denkprozesses. Meditative Praktiken sind ein westlicher Bestandteil vieler Religionen. Erfolgreiche Menschen behalten Ruhe und Überblick. Sie erkennen das Wichtige und Wesentliche im Leben. Innere Ruhe bringt Klarheit, Gelassenheit und innere Stärke. Für mich habe ich festgestellt, wie wichtig die innere Ruhe ist. Deshalb hat in meinem Leben die Entspannung einen sehr hohen Stellenwert. Denn wenn Menschen in Hektik und Stress verfallen, verlieren sie den Überblick, arbeiten vielleicht sehr viel, erzielen aber trotzdem in der Regel schlechte Ergebnisse. Je entspannter wir sind, desto mehr Überblick und Klarheit haben wir. Wir können mit Ruhe und Freude ganz bewusst das Richtige tun. So erzielen wir bessere Ergebnisse und haben mehr Erfolg. Entspannen, innere Konzentration, das muss erstmal gelernt werden, wie es auch beim Schwimmen lernen ist. Sie werden sich erst einmal dran gewöhnen. Sie werden es lieben. Sie als Nichtschwimmer werden erst einmal das Seepferdchen schaffen. Dann, nach genügender Übung, werden Sie Bronze, Silber und dann Gold erreichen. Jetzt sind Sie zufrieden und Zufriedenheit schafft Glück. Und was sagen Sie da? Ja, ich hab's geschafft. Dann fühlen Sie ein innerliches, glückliches Hochgefühl. Kennen Sie das Gefühl noch? Genauso wie im Sport müssen Sie, um wirklich gut zu werden, trainieren, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Das Tor zu schießen, der Sieger zu sein. Ja, ich hab's geschafft. Kennen Sie das Gefühl noch? Tiger Woods, der erfolgreichste Golfprofi, hat sogar einen persönlichen Meditationstrainer im Team. Im Sport nennt man es heute in modernen Worten Mentaltraining. Andrew Agassi sagte einmal, ich habe Wimbledon 10.000 Mal im Kopf gewonnen. Was Andrew sich zunächst nur vorstellte, wurde zur Realität. Was lernen wir daraus? Erfolgreiche Menschen konzentrieren sich. Lese bitte einmal die Seite 213 von Dieters Bohlenweg. Ich zitiere mal aus seiner Kindheit. In dem Moment, in dem ich allein mit meiner Gitarre war, schaltete ich völlig ab. Ich war woanders. Ich spielte und im Gedanken sah ich, wie mir tausende Leute zuhörten. Ich hatte die wildesten Assoziationen. Ich sah mich auf Konzerten, die es nur in meiner Fantasie gab. Ich spielte mit den Beatles und was weiß ich. Ein Feuerwerk an Bildern flog mir durch den Kopf.
und alles ohne Drogen, nur auf den Flügeln der Fantasie. Was sagt uns jetzt das Wort woanders? Herr Bohlen hat auf seine eigene Art und Weise unbewusst meditiert und visualisiert. Musik ist auch eine sehr gute Möglichkeit zur Visualisierung. Heute wissen wir, ja, der Dieter, der hat's geschafft. Aber wie gesagt, hat jeder einen anderen Ziel. Was ist Ihr Ziel, den Sie erleben wollen? Machen Sie es doch genauso mit Ihren Zielen. Die Funktion ist ganz einfach, sehr angenehm, entspannend und sogar gesund. Okay, lernen wir weiter. Indem Sie durch Visualisierung und Fühlen in den Modulen das Endergebnis bzw. das Ziel schon als erreicht sehen, wird Ihr persönlicher Wunsch bald Realität. Ihre Gedanken bekommen in diesem Moment Energie oder andere sagen Schwingung dazu. Egal wie Sie es nennen wollen. Das ist das A und O an der ganzen Sache. Die Sportprofis und die Erfolgreichen machen Mentaltraining. Das ist auch Meditation oder andere sagen Hypnose dazu. Es gibt keine großen Unterschiede zwischen Hypnose, Beten und Mentaltraining und den vielen anderen Möglichkeiten zu inneren Ruhe und Konzentration. Diese Möglichkeiten sind alle sehr wirksam und erfolgsversprechend. Das funktioniert zwar auch, aber bis Sie es geschafft haben, müssen Sie sehr viel Zeit in das Wissen investieren. Und die Umsetzung in die Wirklichkeit bleibt einem trotzdem sehr schwer. Das geht alles viel schneller und einfacher, ohne viel zu lernen. Denken Sie daran, ein gelebter Traum ist unbezahlbar. Nur Sie allein können sich ändern. Sie brauchen keine fremde Hilfe. Sie brauchen nur sich selbst. Für die Alpha-Phasen-Module brauchen Sie nur Ihre Ohren und was dazwischen ist. Lassen Sie Ihren Traum Wirklichkeit werden. Nicht morgen, nicht übermorgen, sondern jetzt. Schritt für Schritt werden Sie in Visualisierungsmodule geleitet, die Sie zu Ihrem persönlichen Wunschziel begleiten werden, so dass Sie danach eigenständig Ihre Wünsche verwirklichen. Egal, ob für private oder berufliche Zwecke. Wenn Sie etwas wollen, ändert sich Ihr Bewusstsein in diese Richtung und Sie beginnen unbewusste Signale zu senden und Dinge in diese Richtung zu lenken. Diese Art der Wunscherfüllung funktioniert tatsächlich gut. Wenn man sich etwas ganz doll wünscht, dann passiert es auch wirklich. Denn jeder Wunsch, wenn er erfüllt wird, bekommt augenblicklich Junge. Probieren Sie es einfach mal aus. Ich denke, der Grund oder die Erklärung dahinter ist, dass man oft Dinge nicht erreicht, weil man sich nicht wirklich klar ist, was man will oder ob man das auch wirklich will. In dem Moment, in dem man sich dann aber was wünscht, also seinen Wunsch klar formuliert, weiß man dann, was man will. Man hat also klare Vorstellungen davon und dann klappt das auch. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie rufen beim Pizzataxi an und sagen: Hunger, ich will eine Pizza. Was glauben Sie, was Sie für eine Frage bekommen? Sie wissen schon, was ich damit sagen will. Auf die Details kommt es immer an. Üben Sie sich einfach an den Details, zum Beispiel an Farben, Geschmack, Gefühl, Geruch oder Salami. Es sind Ihre Gedanken, die jetzt mit Energie versorgt werden. Füllen Sie diesen Zustand mit den Bildern, die Ihrem persönlichen Ziel entsprechen. Füllen Sie Ihren Unterbewusstsein mit Vorstellungsbildern, die Sie haben wollen. Ihr Bewusstsein wird ganz automatisch darauf reagieren und Sie zu Ihren Zielen führen. Es passiert alles ganz von selbst. Manchmal merken Sie das nicht einmal, wie dies und das in Ihrem Leben eintreffen könnte. Beobachten Sie sich jetzt selbst und Ihren Fokus. Sie werden sehr oft überrascht sein, wie schnell manche Dinge in Ihrem Leben eintreffen werden, je nachdem, wie Sie sich einlassen. Seien Sie jetzt kreativ und lassen Sie sich selbst überraschen, was alles möglich ist. Ich kann Ihnen versprechen, Sie werden sehr beeindruckt sein. Erleben Sie, wie Ihr gesamtes Leben
endlich zum Positiven verändert wird, allein durch Visualisierung. Bereiten Sie sich jetzt schon auf Wunder vor. Ihre Bilder haben jetzt die Kraft bekommen, sich zu verwirklichen. Ab jetzt geschieht etwas. Ihr Leben wird aufregender und der Spaß kann beginnen. Ihr Ziel wird jetzt auf positiv gepolt. Sie werden in der Lage sein, dieses Wissen, diese Fähigkeit, Ihre neue Kraft jederzeit in Bezug auf alles, was Sie möchten, einzusetzen und nur noch die Dinge in Ihrem Leben bekommen, die Sie selbst möchten. Was hält Sie jetzt schon wieder auf? Fangen Sie doch einfach an! Sie haben nur ein Leben. Machen Sie aus diesem Leben ein Traumleben. Sie können nur, aber auch nur Positives erleben und gewinnen. Finden Sie Menschen, die gleiche Ziele haben. Diese werden Sie motivieren und ganz automatisch mitziehen. Los geht's auf ein neues, wundersames, vollkommenes Leben. Okay, ich denke, es ist Zeit für eine Pause und wir setzen das Wissen einfach mal kurz in die Praxis um. Nun will ich Sie kurz in eine entspannte Wunschvisualisierung begleiten. Konzentrieren Sie sich auf meine Worte. Entspannen Sie sich einfach dabei. Lockern Sie Ihren Nacken, Ihre Schultern und Ihre Arme. Legen Sie dabei Ihre Hände auf Ihre Oberschenkel. Diese praktische Übung dauert jetzt 10 Minuten und ist ein kurzer Teil vom 4. Modul Vision. Schließen Sie für die nächsten 10 Minuten Ihre Augen und lassen Sie es sich einfach gut gehen. Alles ist richtig. Achten Sie einfach mal darauf, welche Gedanken bei Ihnen auftauchen werden. Du hast einen Wunsch. Ich werde dir nun dabei helfen, dein Inneres zu programmieren, dein tiefstes Inneres. Und mit der Unterstützung deines Unterbewusstseins kann praktisch jeder Wunsch in Erfüllung gehen, den du in dir hast und der gut für dich ist. Dein Unterbewusstsein kann Energien für dich aktivieren, von denen du bisher vielleicht noch nicht einmal etwas ahntest. Es kann dir Kraft geben und Intuition. Es kann deine inneren Antennen aktivieren und es kann sowohl senden als auch empfangen. Es kann alles Nötige nach außen senden, um dich deinen Wunsch näher zu bringen. Es kann die richtigen Menschen, die dir dabei hilfreich sein können, anziehen wie ein Magnet, indem es mit ihnen Kontakt aufnimmt und sie zu dir führt. Es kann empfangen und erfühlen, wo du Unterstützung und die richtigen Förderungen für die Erfüllung deines Wunsches findest. Jetzt ist es soweit. Nenne jetzt deinen Wunsch. Du kannst ihn jetzt laut aussprechen oder dir auch in Gedanken vorstellen. Stelle ihn dir mal so richtig vor. Die
diesen Wunsch werde ich so tief in deinem Inneren verankern, dass alles in dir hilft, auf seine Erfüllung zuzuarbeiten. Dass alle Energien in dir wach werden, die dir dabei helfen können, und dass deine innere Einstellung sich ebenfalls anpasst, damit du die Person sein kannst, für die dieser Wunsch in Erfüllung geht. Stelle dir einmal andere Personen vor, die dieses oder ein ähnliches Ziel schon erreicht haben. Oder wenn du keine Person kennst, die es schon einmal erreicht hat, weil es ein ganz persönlicher Wunsch ist, dann male dir einfach aus, wie eine Person aussehen könnte und wie sie wohl wäre, die dieses schon einmal erreicht hat. Und in dem Moment, in dem du an eine Person denkst, sie dir vorstellst, beginnt dein Unterbewusstsein schon, dein Inneres zu analysieren. Es schaut nach, wo sind die Unterschiede zwischen dir und dieser Person, was die Erfüllung deines Wunsches betrifft. Was könnte es bei dir vielleicht noch verstärken oder was muss es vielleicht erst noch ein bisschen leiser stellen? Es nimmt alle Vorteile und besonderen Eigenheiten der Person, die dir selbst vielleicht noch fehlen, und integriert sie in dich. Keine Sorge, es nimmt nur die positiven Eigenschaften, die dir bei der Erfüllung deines Wunsches helfen. Was hält dich vielleicht noch davon ab und was müsste sich ändern? Soll es dir mehr Mut geben? Oder mehr Sicherheit? Mehr Selbstvertrauen? Mehr Antrieb? Mehr Ehrgeiz? Mehr Durchhaltevermögen? Mehr Geduld, mehr Lockerheit, mehr Intuition, mehr Ideen, mehr Kreativität, mehr glückliche Zufälle. Oder soll es etwas zurückfahren? Weniger Angst, weniger Zweifel, weniger Hemmungen, weniger Blockaden. Dein Unterbewusstsein stellt alles so ein, dass es optimal für die Erfüllung deines Wunsches ist. Du wirst vielleicht überrascht sein, was das bewirken kann. Wie sich manche Dinge plötzlich ändern können. Wie scheinbar Unmögliches plötzlich möglich wird. Und wie scheinbar Ungreifbares plötzlich greifbar wird. Stelle dir einmal vor, über der ganzen Welt schwebt eine Energie, wie das Licht, das in der Polarnacht über der Arktis zu schweben scheint. Eine sanfte Energie, die alles umhüllt und alles vereint. Stelle dir einmal vor, dein Unterbewusstsein nimmt nun Kontakt auf mit dieser Energie. Es sendet einen Strahl nach oben, vielleicht aus deiner Stirn oder aus deinem Bauch. Vielleicht verbindet dein Unterbewusstsein deine Gedanken mit deinen Bauchgefühlen
und sendet es aus deinem Herzen. Es sendet einen Strahl in den Himmel und verbindet dich mit dieser Energie. Durch diese Energie kann es deinen Wunsch überall hintragen, denn die Energie ist mit allem verbunden. Ein Kraftfeld, das alles vereint. Dein Unterbewusstsein sendet durch diesen Strahl deinen Wunsch in das Energiefeld und er beginnt sich zu verbinden. Das geht ganz schnell. Stell es dir einfach mal vor, wie er sich sein Ziel sucht. In Sekunden findet er die Orte oder Personen, die dir nützlich sein können. Dein Unterbewusstsein sendet und empfängt. Es empfängt Wissen von Menschen, die diesen Wunsch schon einmal erfüllt bekommen haben. Wissen von Menschen, die etwas wissen, das dir helfen könnte, deinen Wunsch wahr werden zu lassen. Von Spezialisten für dein Thema. Es bewegt Menschen ebenso wie Materie. Es lässt den Zufall Wirklichkeit werden und erzeugt Tendenzen, das richtige Klima für die Erfüllung deines Wunsches. Stell dir nun einmal vor, dass dein Wunsch schon in Erfüllung gegangen wäre und stelle es dir so umfassend wie möglich vor. In Bildern und Gefühlen. Siehe es, fühle es, vielleicht sogar in Geräuschen, Gerüchen und Geschmack. Wie wäre das? Wie würde dein Leben dann aussehen? Stell es dir genau vor und fühle, wie es wäre, wenn dein Wunsch schon eingetreten wäre. Deine Vorstellungen verankere ich nun tief in deinem Inneren. Deine Vorstellungen helfen deinem Unterbewusstsein schon, neue Hinweise zu finden, wie es dich deinem Wunsch näher bringen kann. Indem du den Wunsch in der Vorstellung schon einmal ein klein wenig hast real werden lassen, hat dein Unterbewusstsein schon begonnen, ihn auch wirklich real werden zu lassen. Denn alles, was wir in unserer Vorstellung erleben können, können wir auch in Wirklichkeit erleben. Dein Wunsch ist nun ganz tief in deinem Unterbewusstsein gespeichert und es wird alles tun, um ihn wahr werden zu lassen. Alle Energien sind jetzt aktiviert und du wirst spüren, wie alles sich ergibt, ganz so, wie du es dir wünschst. Lasse es einfach zu. Blockiere es nicht, sondern nimm es an. Lasse es einfach geschehen und dein Wunsch wird in Erfüllung gehen mit der Kraft deines Unterbewusstseins.
Sie können jetzt wieder Ihre Augen öffnen und klicken Sie bitte jetzt auf Pause. Machen Sie nun eine 5-minütige Denkpause. Was ist alles in Ihren Gedanken durchgegangen? Und dann klicken Sie wieder auf Weiter. Bis gleich. Wenn Sie es wirklich ernsthaft schaffen wollen, dann seien Sie bitte weiterhin aufmerksam. Sie wollen ja, dass es funktioniert, oder? Glauben Sie mir, es ist wirklich ganz einfach. Aufgepasst! Alles, was Sie in Ihrem Unterbewusstsein erleben, ist dem Bewusstsein nicht mehr fremd. Somit kommen ganz automatisch Ergebnisse in der Wirklichkeit. Sie werden ganz spontan auf Ereignisse reagieren und völlig andere Entscheidungen treffen. Und somit erschaffen Sie ein neues Leben, das, was Sie wollen und nicht andere von Ihnen verlangen. Achtung, warum es nicht jeder schaffen kann. Ein ehrliches Wort an Sie. Nein, es schafft natürlich nicht jeder. In meinen Jahren als Mentaltrainer habe ich erlebt, dass einige mit der Umsetzung der Erfolgsstrategien beginnen. Andere starten zwar, aber sie geben nach einiger Zeit auf. Und manchmal ereignet sich auch etwas absolut Unerwartetes. Sie dürfen dann nicht aufgeben. Sie müssen weiter an sich und an ihre Vision glauben und weiter an ihrem großen Ziel arbeiten. Dabei helfen Ihnen die Videokurse und die Alpha-Phasen-Module, sodass Sie jederzeit bequem hören und sehen können. Außerdem sende ich Ihnen meine Audio- oder Video-Coachings-Newsletter, um Sie immer wieder zu inspirieren und zu motivieren. Ich informiere Sie weiter mit wertvollen Impulsen und Praxistipps. Es gibt im Leben keine perfekte Methode oder ein System, das Sie nur beim Lesen oder Hören reich oder glücklich macht. Mit etwas Ruhe, Geduld und Übung sind bereits einige Wunder passiert. Den Weg zu Ihrer Vision werden Sie selbst gehen. Auf diesem Weg gibt es dabei kein Endziel, den man erreichen soll. Keinen schwarzen Gürtel oder Meistergrad oder Titel. Es ist das wahre Leben und die Momente, die wir erleben und fühlen, mit Spaß, Ruhe und Sicherheit. Denn der Weg ist immer das Ziel. Es wird kein Kinderspiel sein. Oder vielleicht doch? Das wäre am klügsten. Versuchen Sie mal wieder, wie ein Kind zu denken. Ich denke, das ist die weltbeste Methode. Beobachten Sie mal, wie sich Kinder an Kleinigkeiten begeistern. Durch meine Beobachtung vieler Kinder und vor allem meiner eigenen Kinder habe ich sehr viele alte oder bereits bestehende Wunder ganz neu kennenlernen dürfen. Zum Beispiel das Wunder Schneeflocke, Mikroskop, Teleskop oder Seifenblasen und die Schönheit der Natur wiedererkennen. Ein fantastisches Gefühl. Beobachten Sie mal den langsamen Fall der Schneeflocken mit den Augen eines Zweijährigen. Schauen Sie in die Augen des Kindes. Fühlen Sie sich dabei hinein. Sie werden erkennen, was für ein wundervolles Gefühl Sie wieder entdecken werden. Garantiert. Sie haben das Recht auf Vollkommenheit, Glück und Harmonie in Ihrem Leben. Haben Sie ruhig den Mut, Dinge anders zu sehen. Mut. Meinen Urteil treu. Lassen Sie sich von der Meinung anderer Menschen nicht beeinflussen oder entmutigen. Jeder von uns hat Hoch- und Tiefphasen im Leben. Es ist keine Schande, hinzufallen. Es ist nur eine Schande, nicht wieder aufzustehen. Ein alter Spruch, aber dennoch wahr. Haben Sie den Mut, Ihre Kräfte einzusetzen. So wie Sie körperliche Muskeln haben, haben Sie auch geistige Kräfte. Nutzen Sie einfach schöne Gedanken. Wünschen Sie anderen Menschen Gutes. Man sagt, negative Gedanken über einen anderen Menschen kommen doppelt zu einem zurück. Man sagt aber auch, ein positiver Gedanke über einen anderen Menschen kommt hundertfach zurück. Haben Sie einfach den Mut, Schneeflocken als Wunder zu sehen. Freuen Sie sich. Freuen Sie sich über neue Menschen, die Ihren Leben neu bereichern, mit neuen Erfahrungen, womit Sie wieder neue Entscheidungen treffen werden, die Ihr Leben neu kreieren wird.
Freuen Sie sich auch über die Menschen, die aus Ihrem Leben gehen. Bedanken Sie sich für die lehrreichen Erfahrungen, die Sie mit ihnen geteilt haben. Freuen Sie sich täglich auf neue Erfahrungen in Ihrer persönlichen Entdeckungsreise. Wenn also einmal etwas nicht sofort gelingt, versuchen Sie es noch einmal, solange bis es funktioniert. Mögen all Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Ich wünsche Ihnen viel Mut auf Ihre Entdeckungsreise nach Ihrem Herzenswunsch. Ich freue mich, von Ihnen zu hören, mit den Worten: Ja, ich hab's geschafft. Willkommen in der Alpha-Phasenwelt und das alles ohne Drogen. Ich freue mich jetzt schon auf Ihren Erfolgserlebnisse. So gern würde ich Ihr Gesicht dabei sehen. So, jetzt kommen wir zum Preis. Wie viel ist Ihr wahrer Herzenswunsch wert? Machen wir es kurz. Ich habe mich sehr oft gefragt, kann man das an einem Preis ermessen, was man dafür in sein Leben bekommt? Wer kann mir sagen, was zum Beispiel die Liebe kostet? Wer kann mir sagen, was Ruhe und Gelassenheit kostet? Was kostet ein wahrlich erlebter Wunsch? Die Alpha-Phase-Module sind nicht mit anderen Entspannungs- oder Ruhe-CDs zu vergleichen. Hier, meine Damen und Herren, passiert etwas in eurem Leben. Bedenken Sie, wie viel Zeit und Geld Sie in einem Jahr für Bücher, Seminare und Kurse ausgeben. Ein Finanzmanager sagte einmal zu mir: Ich habe bereits 20.000 Euro in Persönlichkeitsentwicklung investiert, aber das, was ich bereits mit der zweiten Phase, die Unterbewusstseinsreinigung, erleben durfte, konnte mir kein Seminar oder Kurs geben. Jetzt weiß ich wirklich, was ich will. Da ich mir sicher bin, dass Ihnen die Unterbewusstseinsmodule und die Audio- oder Videokurse auch wirklich helfen, Ihr Leben massiv positiv zu verändern, gebe ich Ihnen auch noch meine unbeschränkte Null-Risiko-Garantie. Ich vertraue voll und ganz auf Ihre Ehrlichkeit. Googeln Sie mal, was so 2-3 Tages- oder Wochenseminare kosten. Der Unterschied ist, dass Sie nach den Kursen ca. 1-2 Wochen motiviert bleiben und dann fangen die alten Denkmuster von neu an. Die Erfolgsquote bei Seminaren liegt bei 100 zu 1 Besucher. Das heißt, nur eine einzige Person schafft es, sein Leben vollkommen zu verändern. Die meisten bleiben einfach beim Lernprozess stecken. Hier passieren ihnen die Dinge, die sie wollen, völlig von selbst. Sie werden sehr überrascht von den Ergebnissen sein. Sollte Ihnen die Nutzung von den Kursen oder den Alpha-Phasen-Modulen nicht schon sehr bald das Gefühl geben, dass Sie große Fortschritte oder auch nur kleine machen oder sich keine Veränderung zum Positiven einstellen, oder sollten Sie aus irgendeinem anderen Grund nicht zufrieden sein? Ich vertraue voll und ganz auf Ihre Ehrlichkeit, dass Sie die Nutzungsanleitung verstanden und sich dran gehalten haben. Erst wenn Sie die Module erfolgreich umsetzen, entstehen daraus positive Resultate. Sehr viele haben es bereits probiert und es hat funktioniert. Also weiß ich, wovon ich spreche, und die Module können Ihnen wirklich helfen. Die Module werden Sie Schritt für Schritt begleiten und zeigen, wie Sie das universelle Erfolgsgeheimnis erfolgreich in Ihrem Leben mit Einfachheit umsetzen können, sodass Sie die gewünschten Resultate erzielen. Sie werden neue und ungeahnte Momente in Ihrem Leben genießen können, die Sie vielleicht nie so hätten vorstellen können. Wenn Sie dann anfangen, glücklicher zu leben, werde ich mich zutiefst über Ihre Erfolge freuen. Ich arbeite dauerhaft an meinen Aufgaben und Qualitäten. Verbessere sie, verfeinere sie, um immer besser weiterhelfen zu können und auch selbst in meinem Leben weiterzukommen. Meine Forschungsarbeiten und Ideen haben längst kein Ende. Ich arbeite an vielen Spezialprojekten, Kursen, Seminare, die mir sehr viel Spaß machen, und entwickle weiterhin neue Module, wie zum Beispiel Abnehmen mit Leichtigkeit. Ja, und trotzdem essen können, was man will. Ja, das geht wirklich. Ihr Unterbewusstsein macht alles, was Sie ihm für Bilder zeigen. Sehen Sie sich doch einfach schlank. Falls Sie Fragen haben, können Sie sehr gerne mit mir persönlich oder mit unserem Support Kontakt aufnehmen. Mein Schlusswort ist hier:
Lesen und Denken sind einerlei. Erfolg hat nur der, der Taten folgen lässt. Was ist die Theorie wert, wenn sie nicht in die Praxis umgesetzt wird? Mit der Hoffnung, dass ich Sie sehr informiert, motiviert und begeistert habe, verabschiede ich mich nun und verbleibe mit herzlichen Grüßen. Mögen all Ihre Wünsche Wirklichkeit.